Hallöchen und herzlich willkommen zu Part 5 von The Witcher 3 Wild Hunt. Und jo, ich habe gerade mal in die Questkarte hier oder ins Tagebuch reingesehen, Hauptquest, und da wollte ich euch das mal hier vorlesen. Jennifer, also Flieder und Stachelbeeren, dass man überhaupt mal weiß, was da genau los ist. Jennifer hatte Kontakt mit Geralt aufgenommen, endlich. Sie hatten sich seit vielen Jahren nicht gesehen. Nun hatte sie ihm einen Brief geschickt, der natürlich nach Flieder und Stachelbeeren roch. Die Aufforderung enthielt, sie in Weidendorf zu treffen. Es geht um eine höchst wichtige Angelegenheit, schrieb sie. Der Hexer ließ, wie immer, wenn es um Jennifer ging, alles fallen und ritt in halsbrecherischem Tempo los. Aber ach, er kam zu spät. Die durchziehenden Armeen hatten Weidendorf schon dem Erdboden gleichgemacht. Jennifer war nirgendwo zu sehen. Mit der Hilfe Wesemirs, den er unterwegs getroffen hatte, folgte Geralt ihrer Spur. Jen war rasch nach Norden geritten, durch wilde Lande und über Schlachtfelder. Sie hatte es offenbar eilig. Vielleicht war sie in Schwierigkeiten. Ja, dann würde ich sagen, machen wir genau an dieser Stelle weiter. Frage die Nilfgaarder nach Jennifer. Ah, draußen wird auch die Hauptquest angezeigt. Ich frage trotzdem hier Wesemir mal wieder. Ja? Was ist denn, Wolf? Jo. Weißt du, dass es schon ein halbes Jahr her ist, seit wir den Bies in Vorune gejagt haben? Ja, obwohl es nicht nur ein Bies war. Wie hieß der Bastard? Drugan? Möge die Erde leicht auf ihm ruhen. Die Dinge waren schon mal einfacher. Monster waren böse, Menschen gut. Jetzt ist alles durcheinander. So war das schon immer. Du hast es nur vergessen. Ha, du musst gerade auf meinem Alter herumreiten. Du bist selbst schon fast 100. Ja, das geht hier noch, würde ich sagen. Bis später, Wesemir. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, rennen wir mal hier raus. Mit, ah, je. Stimmt das so? Ist das überhaupt hier irgendwo der Ausgang? Ah, hier. Genau, so ist es. Oh, was ist jetzt los? Ausgetrunken! Mhm. Dann verpiss dich! Wir wollen deinesgleichen hier nicht. Oh weh. 3 gegen 1? Holla, seid ihr tapfer. Ich bleib nicht. Lasst das. Oh, und das wäre mit diesem... Ach. Soll ich das wieder versuchen, ne? Dass das funktioniert? Nicht funktioniert? Naja, sind vielleicht Erfahrungspunkte, die ich bekomme. Keine Ahnung, ich probier's mal. Ich hab dir nichts getan, also beruhige dich. Natürlich nicht. Nein, nichts getan. Der Hurensohn hext hier rum. Auf ihn! Echt? Oh, nee. Oh, nerv doch nicht. Oh, ich soll mich nur mit denen prügeln. Okay, dann prügeln wir uns mal ein bisschen. Prügeln ist kein Problem. So, wir sieren mit dem mal an. Ich hab sogar einen schweren Hit. Oh, das ist ein Kniestoß. War nett, euch zu treffen. So, und jetzt? Jetzt liegen sie da. Ups. Oh, das wollte ich gar nicht. Sorry, Huhn. Ich wollte eigentlich den Hexersinn aktivieren. Spiel speichern. Dein Spielstand wird automatisch gespeichert, wenn bestimmte Scheiße erreicht ist. Nee, bestimmte Meilensteine in der Geschichte erreicht. Denke daran, deine Fortschritte außerdem oft genug manuell bla zu speichern. Jo, das wissen wir ja alles. Komm, reden wir mal mit ihm. Vielleicht hat er sich ja jetzt beruhigt. Hallo? Sind wir jetzt Kollege? Kollegen? Ey, komm, ich hab die aber nur bewusstlos geschlagen. Keine Ahnung. Jo, also passt schon. So, Huhn, was ist mit dir? Zutaten sammeln. Nee, mach mal das Schwert weg, bitte. Schwert wegmachen. Vergreifen im Drache, denn dieser Idiot von Karl hat ein Schwein als Köder benutzt. Ein Schwein, das mit Schierling und Nachtschatten gefüllt war. Der Greif hat's gefressen und jetzt ist er angepisst. Aha, okay. Interessante Info, Bäuerin. Dann leg mal los. Verschwinde lieber von hier. Leute, ein Mörder! Nee, gar nicht. Ich bin cool drauf. Hallo. Oh Mann, seid ihr bescheuert? So, will hier noch irgendjemand mit mir reden? Vielleicht die Gans? Nee, der Bauer? Und jetzt? Auch nicht. Oh Mann, Bäuerin. Schnief, klasse. Nee, ich komme gut voran bis jetzt. Hau mal das Hexersinn rein. Jo, ich weiß, ich muss hauptquesttechnisch woanders hin. Was habe ich jetzt entdeckt? Oh Mann, ich bin echt noch so... keine Ahnung. Oh, da unten sitzt jemand. Der sitzt doch so alleine da. Der will was von uns. Der will angeln. Echt? Sei gegrüßt. Jo, nee. Funktioniert echt gut bis jetzt.
Naja, gucken wir uns mal kurz um. Ich hätte schon ganz gern das gemacht. Wie ist das überhaupt mit den Zaubern da? Wenn ich jetzt einen Zauber wirke, ist da oben der links der Balken ist dann leer. Und dann kann ich es wieder... Aha. Und wenn ich dann gewisse Adrenalinpunkte unten drunter, also ganz links oben unten drunter sozusagen diese lilanen Punkte, wenn die dann voll sind, dann kann ich irgendwas Spezielles machen, oder was? So, und die Zauber wechseln konnte ich wieder hier. Schutzschild, da weiß ich gar nicht, was ich damit... Was das soll? Muss ich das gedrückt halten oder so? Nö. Oder wie lange läuft? Ach so, das hat mal eine gewisse Zeit. Ah, okay. Hat eine gewisse Zeit ein Schutzschild und dann ist das weg, oder wie? Ist das so? Keine Ahnung. Muss ich mal im Kampf testen. Ja, jetzt ist es... Naja, ist immer noch da. Das bleibt ständig bestehen. Aha. Oh, was weiß ich. Gehen wir einfach mal diese Richtung hier. Goldemar, trinkst du ein Gläschen mit mir? Ich heiße jetzt Dervan. Dervan. Nicht Goldemar. Was willst du? Aber ich wollte gerade sagen, was war denn jetzt? Jetzt hat mein mein Controller vibriert ohne Ende. Neue Markierung, Anschlagbrett. Jo, dann probieren wir das mal. Aha, Anschlagbretter. Geralt weiß aus langer Erfahrung, dass man auf Reisen die Umgebung im Auge behalten sollte. Man weiß nie, wann man auf etwas oder jemand Interessantes stößt. Fräulein in Not, Kaufleute mit seltenen Waren, Nester voller Monster, auf der Karte findest du jeweils die folgenden Symbole. Rüstungsschmied, Waffenschmied, Kräuter, jo, Questgeber, bla und so weiter. Sollte ich mal kurz, naja, das mache ich, naja, mache ich später nochmal. Gut, alles klar, gucken wir mal aufs Anschlagbrett und da steht bestimmt der Greif. Nehme ich mal an, oder? Ach du Gott, was ist denn hier los? Da ist ja einiges los. Fangen wir mal hier oben an. Nilfgaardischer Unterricht. Was? Nicht verstanden, was ihr gerade gelesen habt? Kein Wunder, es ist Nilfgaardisch. Und diese Sprache spricht bald die halbe Welt. Gleich mit dem Lernen anfangen. Je früher, desto besser. Ich helfe zu moderaten Preisen. Jo, kann ja nicht schaden. Gesucht Deserteur. Letzte Nacht ist ein Soldat im Schutze der Dunkelheit aus dem Armeelager geflohen. Der Gesuchte, ein Rekrut, der kürzlich freiwillig zu den Reihen seiner kaiserlichen Majestät gestoßen ist, wird Odrin genannt. Er behauptet, gebürtiger Ketvener zu sein, aufgrund der verfehlten Herrschaft König Heltens jedoch beschlossen zu haben, zur kaiserlichen Armee zu stoßen. Doch er war nur 2 Tage lang Teil der genannten, jo, bla. Ich nehme einfach mal die Aufträge an und dann gucke ich mal später, welche ich davon mache. Das zeige ich euch dann. Ich nehme die jetzt einfach mal so an. Bevor ich jetzt auftrage, was? Interessante Orte. Es gibt viel Interessantes in den dichten Wäldern und dunstigen Sümpfen zu entdecken. Wenn du dir ein Anschlagbrett ansiehst, erscheinen Fragezeichenmarkierungen auf deiner Minikarte, die möglicherweise interessante Orte kennzeichnen. Begib dich an die Orte, um zu erfahren, welche Geheimnisse sie bergen. Jo, so ist das. Und da hinten ist ein Questgeber. Was sagst du da? Chatty. Hör mir gut zu. Was soll ich machen zum Teufel? Was? Ja gut. Keine Ahnung. Was ist denn passiert? Ach, ich habe ein bisschen gefröstelt letzte Nacht. Da habe ich meine Schmiede abgefackelt. Hat fein geprasselt. Ich habe mir Würstchen gegrillt. Was glaubst du denn, was passiert ist, Armleuchter? Irgendein Piss hat mir die Werkstatt angesteckt. Ich habe alles verloren. Alles. Beleidige mich nicht. Das tut mir leid. Jo. Tut mir leid. Hast du einen Verdacht? Das ganze Scheißdorf. Ich lebe schon ein halbes Jahrhundert hier. Ich dachte, sie sehen mich als einen der ihren. Aber als die Schwarzen kamen, wurde alles anders. Ich bin hier der einzige Schmied. Also muss ich für ihre Garnison arbeiten. Rüstungen ausbeulen, Pferde beschlagen und so weiter. Die Nilfgaarder zahlen mir keinen verdammten Koffer. Die geben mir nur das Material und Befehle. Aber das können die Menschen sich nicht vorstellen. Die meinen, dass ich auf Kosten ihres Unglücks reich werde. Dass ich schon auf einem Berg Gold schlafe wie ein Drache. Sie reden nicht mehr mit mir. Sie spucken aus, wenn ich vorbeikomme. Und jetzt das. Ich kann deinen Brandstifter suchen gegen Bezahlung. Jo, ich bin ja ein Auftragshexer. Ich kann deinen Brandstifter suchen, wenn du was springen lässt. Ich habe nicht mehr viel. Aber das kriegst du alles, wenn du den Wichser findest. Damit er kriegt, was er verdient. In der Brandnacht habe ich Bewegungen vor der Hütte gehört. Bin rausgegangen, um nach Spuren zu suchen. Habe aber nichts gefunden.
Aber ich bin ja auch nicht der mit den Katzenaugen. Stets? Viel Glück! Jo, Katzenaugen, das bin ich. Quest verfolgen, rechter Stick drücken. Echt? Hä? Durchgeknallter Brandstifter. Such mit deinen Hexersinnen hinter der Schmiede nach Hinweisen auf den Brandstifter. Jo, dann machen wir das doch. Interessante Orte. Versteckter Schatz, Verlies, Monsternest, Ort der Macht. Ort der Macht, aha. Personen in Nöten, Kriegsbeute und so weiter und so fort. Interessante Sachen. Wahnsinn. Gut, und wo ist der? Achso, nö. Was ist da jetzt ein interessanter Ort? Wenn du einen Ort erkundet hast, erscheint das dazugehörige Symbol auf der Minikarte. Das hier, oder was? Benutzen, was bringt mir das? Waffen aufwerten. Verwende spezielle Schleifsteine, um deine Waffen vorübergehend aufzuwerten. So bekommst du einen Bonus auf den Schaden deiner Waffen. Haben wir da gerade was? Ups, jo, hab ich. Gut, jetzt habe ich irgendwas gemacht. Verbesserte Waffen, Weltklasse. So, und Hexersinne. Das war kein Hexersinn. Oh, das ist der Hexersinn. So, sammeln wir hier. Junge! Was mit dir, Junge? Junge? Hallo? Hallo, Junge? Junge? Nö, er will nicht mit mir reden. Soll ich hier jetzt irgendwas finden? Was für ein Hexer bin ich denn hier? Ah, da wird noch irgendeine Markierung. Also seht ihr oben den Kreis da auf dem Radar? Da weiß ich, dass ich in diesem Bereich suchen soll, aber vorher muss ich looten. Nee, ist ja klar. Ah, was haben wir denn hier? Oh, Spuren. Oh, die sieht man auch so. Sehr cool. Stiefelspuren. Ein Mann. Ein großer. Folge der Spur mit Hilfe deiner Hexersinne. Jo, dann machen wir das mal. La la la. Ganz gemütlich. Und jetzt nach links. Der Mann mit den Katzenaugen kann da ganz gemütlich folgen und hängt am Baum fest. Oh, Mann. So, und da können wir nochmal was untersuchen. Machen wir doch gerne. Stinkt nach Pisse und Schnaps. Tja, da war der wohl besoffen und hat hier mal schön an den Baum gepinkelt, oder was? Keine Ahnung. Und was da hinten mit dem Fenster und so? Was geht denn da ab? Hä? Warum wird mir das angezeigt? Das interessiert mich gerade mal. Nur mal so um den Spaß. Ach nee, das ist drin. Okay, alles klar. War das wirklich drin? Wurde so komisch angezeigt, oder? Naja, egal, war ja da. Super, dass wir unsere Waffen jetzt verbessert haben. So, wir haben hier Blütenblätter mitgenommen. Wahnsinn. So, und jetzt, was ist los? Folgen wir der Spur. Und dann merken wir, es ist der Angler. Nee, es ist doch nicht der Angler. Es ist der Bootsmann. Es ist der Bootsmann? Fragezeichen. Hallo? Hä? Achso, nee, Quatsch. Hier kann ich wieder was untersuchen. Hat die Stiefel ausgezogen und ist ins Wasser gegangen. Wollte wohl seine Spur verwischen. Mhm. Und jetzt? Kann ich hier eine Kiste öffnen oder was? Und dann weiß ich Bescheid. Was? Besiedelte Gebiete. Du näherst dich einem Dorf. Echt? Ich dachte, ich wäre eigentlich schon dort. Störe dessen Frieden nicht. Denk dran. Wachen tolerieren Diebstahl nicht und sehen es auch nicht gern, wenn du andere übermäßig belästigst. Oft werden von den Einwohnern Anschlagbretter in Siedlungen wie Dörfern und Städten aufgestellt. Diese Anschlagbretter sind auf deiner Karte mit... Jo, Brief zu finden, markiert. Wirf einen Blick auf sie, um dich über Aufträge, Hexerarbeit und lokale Ereignisse zu informieren. Wahnsinn. So, da haben wir eine Angel, ein Fischernetz und irgendwelche Ohren. Aha, was ist das? Ist das Gold oder was? Uren? Ich denke, die wären Kronen oder wie das heißt. Keine Ahnung. Oh Mann, blamier ich mich gerade? Nö, oder? Bestimmt nicht. So, was mache ich jetzt? Also, oh nee, was drücke ich denn schon wieder? So, und jetzt soll ich hier irgendwas finden. So, wie gesagt, das habe ich ja schon untersucht. Hat die Stiefel ausgezogen und ist ins Wasser gegangen. Wollte wohl seine Spur verwischen. Ja, dann muss ich der neuen Spur folgen. Wo ist die neue Spur? Oder ist die auf der anderen Seite oder so? Nö, nicht wirklich. Hä, wo ist denn die Spur? Bin ich bescheuert? Keine Ahnung. Oh je. Irgendwas hat nochmal vibriert ohne Ende. Ich weiß nicht. Soll ich das Wasser schöpfen oder nicht? Wir müssen. Hallo? Oh nee, nicht so. Komm, ich will das jetzt rausfinden. Was geht denn hier ab? Ist ja eigentlich schon peinlich, dass ich es rausfinden sagen muss. Nee, ich hab doch. Ach, sag mal, das gibt's doch nicht. So, ich habe das jetzt markiert. Hat die Stiefel ausgezogen und ist ins Wasser gegangen. Wollte wohl seine Spur verwischen.
Ach so, dann wird's vielleicht hier auf der anderen Seite sein oder so, keine Ahnung. Stimmt es, dass die Frauen hier im Norden nur einmal alle 3 Monate baden? Keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht. Wäre auf jeden Fall nicht so toll. Was hier? Irgendein Soldat und so weiter. Wenn ich jetzt mit denen rede, wird mich das jetzt questtechnisch nicht so weiterbringen. Keine Ahnung. Gott, ist das da schlecht? Oh Mann. Hä? Ah. Da ist was aus dem Schilf gekommen. Ertrunkene. Aber er ist entkommen. Na super. Ah, und jetzt geht's hier mit einer neuen Spur weiter. Okay. Hat seine Stiefel im Schilf verloren. Wahnsinn. Jo, und da würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle im nächsten Part weiter. Dann werden wir mal weiter hier die Sachen... Was ist das? Die Spur führt wieder ins Dorf. Jo, da werden wir im nächsten Part uns ins Dorf aufmachen und den durchgeknallten Brandstifter dann finden. Folge der Spur mit Hilfe deiner Hexersinne. Gott sei Dank habe ich das noch irgendwie hinbekommen. Ich freue mich auf den nächsten Part und sage bis dann. Habt einen schönen Tag, haut rein, ciao.